Und dann gibt es ja natürlich auch viele andere Variationen mit Texture Pack Boost. Ja, guck hier, 9er Ping. Und das habt ihr wahrscheinlich. Servus, ja, was geht ab? Mein Name ist Kevin zu den Famed und ja, heute zeige ich euch mal einen Trick, wie ihr euer Range und euren Ping etwas auf Goma HD verbessern könnt, denn es gibt einige Tricks. Und zwar, wir kommen ja auch zum ersten, das ist die Server IP. Ich bin halt auf der Standard Server IP von GomaHD.net gejoint, also dieses GomaHD.net. Und ich habe hier einen 23er Ping und es gibt nämlich sogar eine private, beziehungsweise eine public Server IP, das ist die hier 58.131.135.198. Und wenn ihr dort auf diesen Server joint, also so auf GomaHD joint, wenn ich mal raufkommen würde, denn ich habe kein Premium. Und zwar habe ich hier auf den jetzigen Server einen 22er Ping, also ich glaube sogar ein minimal etwas schlechter. Aber das Problem ist halt, diese Server IP geht über einen anderen Host, weil der Haupthost ist ja über Frankfurt. Und ich als Berliner habe natürlich einen besseren Ping. Aber mal gucken. Ich habe jetzt einen 22er. Mal gucken, wie es jetzt in-game aussieht. Ich gehe mal jetzt hier auf Hotel. Weil da müsste ich, glaube ich, so auf 12er, 13er, 14er Ping eigentlich normalerweise kommen. Und dann gibt es ja natürlich auch viele andere Variationen mit Texture Pack Boost. Ja, guck hier, 9er Ping. Und das habt ihr wahrscheinlich mit der IP nicht. Normalerweise habe ich immer so einen 12er, 13er Ping. Und hier habe ich einen 9er Ping. Einfach einen QSG 9er Ping zu haben. Das ist einfach krass, nur wegen so einer simplen Idee. Und auch durch den Ping bekommt ihr automatisch eine bessere Range. Aber die Range ist auch natürlich wieder eine andere Sache, was für ein Field of View ihr spielt, wie ihr eure Combos setzt, sowas halt. So. Jo. Jo. Ja, das war das beste Beispiel, dass man mit einem Goldapfel und Combo PvP besser kombot. Natürlich muss man seinen Namen Combo PvP umändern. So, nun versuchen wir jetzt mal auf Team Room mal was anderes. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie Goma HD aufgebaut ist vom Netzwerksystem her, dass es ein Subnetzwerk ist. Das heißt, es gibt einen großen Hauptserver. Das sind die ganzen, wo wir uns im Hub befinden. Und es gibt 7 Millionen, glaube ich, nein, nicht so viel, aber ein paar tausende kleine Server. Und die ganzen QSG-Runden zum Beispiel finden immer nur an den kleineren Servern statt. Und ja, Leute, ich sag euch, wann ich das letzte Mal QSG gespielt habe, war jahrelang her. Ich geh erstmal weg. Danke, Teammate. Also nicht Teammate, aber. Leute, ich hab in der Luft bekommen, GG. Nice, hab ich noch. Hör doch auf zu Bowspam, was ist das mit dem QSG oder hier Bowspam, ey? Dann gibt es nun andere Sachen, wie zum Beispiel hier Smooth Lightning auf rausmachen, Smooth Lightning Level rausmachen, Graphics auf machen, dann Render, dann wie VBOS ausmachen oder so. Aber ich finde, natürlich hat man dadurch mehr FPS, aber ich finde, die Wahl des richtigen Texture Packs macht jetzt auch klar. Zum Beispiel, man sieht, zum Beispiel, wenn ich hier den 256 oder 256 Texture Pack nehme, dass dieses Texture Pack auf jeden Fall mehr Leistung bringt. Hier habe ich das 300 FPS. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Hanges Pack, was 16x16 glaube ich ist, oder 64x64, aber halt wesentlich weniger Auflösung hat, ja, hat mal PC, ist halt etwas ein aufwendigeres Texture Pack wegen animierten Blöcken, habe ich hier direkt 400, also hier 300, bisschen FPS mehr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einem Texture Pack jetzt möchte ich hier auf den Server gehen, gehe ich hier irgendwo 1x1. Was gehe ich hier? Hier reingehe zum Beispiel. Sieht man das, dass ich erstmal hier in der Lobby normal wenig habe, weil die Blöcke hier, glaube ich, 64x64 gespielt sind, aber hier im Spiel
habe ich direkt etwas mehr FPS als normal. Und durch die Texture Packs eigentlich auch am wichtigsten. Ich könnte jetzt auch mit 8x8 Texture Packs spielen, aber ich habe so einen guten PC, da macht halt ehrlich gesagt keinen Unterschied, ob ich jetzt mit einem 16x16, 8x8 oder so. Natürlich, irgendwann merkt man den Unterschied, aber man hat im Endeffekt keinen Unterschied zwischen 500 FPS und 600 FPS. Merkt man halt kaum einen Unterschied. Das sage ich euch gleich, und das Spiel merkt natürlich auch keinen Unterschied. Schwert. Ja, oder sowas halt. Ich versuche den jetzt abzustauben. LOL, ich bugge! Was ist das? Gomme! Was ist das für ein Scheiß? Ey, nö, Leute, das reicht mir langsam. 6-mal werde ich schon verfickt gekickt, mal bei QSG. Egal, ich habe einen 12er Ping. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem heutigen Video. Sorry, dass es so ein bisschen verpeilt war, aber wie gesagt, ich komme jetzt von der Schule, ich muss irgendwie ein Video fertig machen. Das Video über Haze bekommt ihr am Freitag, denn ich habe einfach keinen Plan, was man so als Fakten machen kann. Ich habe erst 6 Fakten, glaube ich, über ihn herausgefunden. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, bewerten kommt ihr nicht vergessen. Ich bin raus und ciao.